Ja, hier haben wir uns im Rathaus heute zu einem Interview getroffen, und zwar mit Annette Zimmermann von der Stadt und mit Stefanie May von der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Das hat seinen ganz besonderen Grund, denn das 14. Kinderfest startet am 21. September. Wer wird denn alles dabei sein? Es ist ja schon zu einer Größe geworden eigentlich, das Kinderfest am Wall. Das ist richtig. Also wir bemühen uns natürlich jedes Jahr zahlreiche Akteure auf den Platz zu bekommen. Wir haben immer mit dabei, schon seit ganz vielen Jahren, eben den Wildpark. Wir haben mit dabei die Oase, die Stadtwerke. Wir haben mit dabei Vereine, Verbände, sowie den Kanuverein, den Handballverein und einen ganz wichtigen Partner, auch das THW, mit dem ganz beliebt ist, mit der großen Rutsche und mit verschiedenen anderen Attraktionen. Aber auch die Feuerwehr ist wieder mit dabei. Wir binden natürlich unsere Bibliothek mit ein, und ich denke, den einen oder anderen habe ich jetzt gar nicht genannt. Ja, alle kann man wahrscheinlich auch nicht nennen, aber die sieht man ja dann, wenn man vor Ort ist. Und die Wohnungsgesellschaft, die gibt sich immer richtig Mühe. Die macht zum Beispiel auch eine Stempelaktion jedes Jahr wieder. Was wird es denn noch geben? So, worauf dürfen sich die Kinder freuen? Ja, wir haben auch jedes Jahr ein Motto. Das ist in diesem Jahr kunterbuntes Weltall. Und an dieses Motto angelehnt sind die verschiedenen Attraktionen und Bastelaktionen an den Ständen. Hauptattraktion wird sein ein Trampolin. Kann man so ein bisschen die Schwerelosigkeit vielleicht mal ertesten, mal ein Salto machen. Können immer vier Kinder gleichzeitig springen. Dann haben wir ein paar Walking Acts, die über das Gelände laufen. Turnbeutel können bemalt werden. Magnetangeln, ne, am Stand der WGG nochmal die letzte Chance für eine Ente fürs Entenrennen zu ergattern. Und wie gesagt, es gibt an jedem Stand Bastel-Mal-Attraktionen, Raketenexperimente am Stand der Stadtwerke und der Oase. Also es ist ein buntes Programm und für jeden hoffentlich was dabei. Na, das glaube ich auch. Und ein Programm wird es ja auch geben auf der Bühne. Und da gibt es noch Möglichkeit, auch mitzumachen. Da gibt es noch Möglichkeit mitzumachen. Genau, das ist einfach die Möglichkeit für die vielen Vereine und Freizeiteinrichtungen in der Stadt, dies als Bühne für sich zu nutzen. Also ein paar Programmpunkte haben wir schon. Wer aber seine Tanzgruppe zum Beispiel noch anmelden möchte oder seine Musikgruppe oder wer irgendwas einfach mal zeigen möchte, was gemacht wird in der Freizeit für Kinder, der kann sich noch bis Montag bei uns melden, dann planen wir das mit ein. Also bis zum 16. September ist dafür noch die Möglichkeit. Ja, und das Ganze ist kostenfrei. Das ist ja wirklich eine tolle Sache, dann auch, dass die Kinder wirklich alles so nutzen können. Ja, darüber freuen wir uns auch sehr, dass es uns eben schon seit Jahren gelingt, der Wohnungsgesellschaft Güstrow und eben hier der Ballachstadt, hier dieses kostenfreie Kinderfest für die Kinder dort auf die Beine zu stellen. Also alle Attraktionen, auch die Frau May eben schon genannt hat, sind eben dort für die Kinder kostenfrei. Es muss also nicht noch zusätzlich mit irgendwelchem Geld hantiert werden, wie man das so schön sagt. Wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass eine Versorgung vor Ort ist, also auch Essen und Trinken. Das ist natürlich in dem Falle nicht kostenfrei. Aber ansonsten, wie gesagt, können die Kinder sich vergnügen, ohne dass sie eben schauen müssen. Also man darf sich schon darauf freuen, und wir hoffen alle, dass schönes Wetter ist, dass die Sonne scheint. Und dann um 16 Uhr werden ja auch die Enten ins Wasser gelassen, und das sollte man natürlich auch nicht verpassen. Also der 21. September ab 10 Uhr geht's los. Dann sehen wir uns wieder.